Wir sind in der Badebucht in Wedel. Was hier an diesem Wochenende passiert beim Roland-Pokal und wer nur Roland war, das erklären wir euch jetzt. Jochen, erstmal herzlichen Dank von uns, dass du uns an dem Wochenende hier zu euch nach Wedel eingeladen hast. Ja, zum Roland-Pokal. Was erwartet uns hier an dem Wochenende? Ja, auf jeden Fall erwartet euch eine ganze Menge Spaß, Action und viel sportlicher Ehrgeiz. Der Roland-Pokal ist eine feste Institution in Wedel inzwischen. Traditionell immer im November oder Ende Oktober in diesem Fall. Und dort messen sich dann die Mannschaften aus dem ganzen Bundesgebiet und aus Holland im sportlichen Wettstreit im Rettungsschwimmen. Ja, und wer ist nun Roland? Roland ist das Wahrzeichen der Stadt Wedel und steht am Marktplatz in Altwedel. Den gibt es seit 1450 in Wedel und das ist der Wächter über die Marktgerechtigkeit hier in Wedel. Wie viele Schwimmer erwartest du denn an dem Wochenende? Beziehungsweise, was mich natürlich auch interessiert, ist das mehr ein regionaler, lokaler Wettkampf oder kommen hier auch Leute aus ganz Deutschland? Nein, der Roland-Pokal ist ein überregionaler Wettkampf, der in ganz Deutschland für die ganze DLRG ausgeschrieben wird. Da können alle teilnehmen und so spiegelt sich auch das Teilnehmerbild wieder. Also wir haben Mannschaften aus dem Süden der Republik, aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und sogar eben auch Mannschaften aus Holland, aus England haben schon mal welche teilgenommen. Also wir schreiben das weit aus und es kann jeder daran teilnehmen, der daran teilnehmen möchte. Jetzt stehen wir ja hier vor eurer schönen Wache, aber ich glaube jetzt nicht, dass ihr so viele Leute hier untergebracht kriegt. Wie funktioniert die Geschichte denn? Das ist richtig. Die Wache ist natürlich nur für den Wasserrettungsdienst hier im Sommer vorgesehen. Wir bringen alle Teilnehmer in einer Gesamtschule hier unter, in der Gebrüder Humboldt Gesamtschule in Wedel und schwimmen dann hier in der Badebucht in Wedel. Und wir haben in der Schule normalerweise immer so zwischen 350 und 400 Teilnehmer, die untergebracht sind. Dieses Jahr wird es ein kleines bisschen weniger leider werden, weil die deutschen Meisterschaften genau eine Woche später sind. Und da bereiten sich jetzt alle nochmal mental auf den Start vor, sodass wir auf einige liebgewonnene Gliederungen verzichten mussten dieses Jahr. Markus, wir sehen bei dem Wettkampf hier Jugendliche des unterschiedlichen Alters. Was für Altersklassen nehmen hier teil? Wir haben hier Altersklasse ab der AK 12, also 12-Jährige, bis hin über die 13, 14, 15, 16, 17, 18. Offene AK, also offene AK, alles, was nachher im Bereich Erwachsenenschwimmen dementsprechend dazugehört. Ist der Roland-Pokal ein reiner Spaßwettkampf oder ein ernsthafter Wettkampf? Wie wird das bei den meisten gesehen? Bei den meisten ist es eigentlich ein Freundschaftswettkampf. Also wir schwimmen zwar nach dem normalen Disziplin, nach dem Regelwerk, das veröffentlicht wurde, aber es ist natürlich ein Freundschaftswettkampf, also mehr auf Spaß getrimmt. Wenn du sagst, wir schwimmen hier nach dem Regelwerk, was für Disziplinen müssen die Jugendlichen hier, ich sag mal, abarbeiten? Also im Ganzen haben wir verschiedene Disziplinen, bei den AK-12 zum Beispiel. Das fängt es an mit 4x25 Meter Rückenschwimmen, also sie schwimmen 25 Meter in Rückenlage. Dann geht das weiter, denn nachher im Bereich Gurtretterstaffel, dort haben wir einen speziellen Gurt dementsprechend, mit dem sie halt in eine bestimmte Strecke schwimmen müssen und auch natürlich auch eine Person dann zurückziehen müssen. Bis hin zu einer Puppenstaffel auch, die eine Puppe schleppen, soll eigentlich ein Opfer darstellen. Das ist eine mit Wasser gefüllte große Rettungsschwimmpuppe, die bis zu 60 Kilo schwer sein kann. Und dementsprechend bis hin zum Hindernisschwimmen, die ja dementsprechend unter einem Hindernis durchtauchen müssen, auf 25 Meter. Was mich jetzt ein bisschen wundert, du sagst die Puppe 60 Kilogramm schwer, ist es für alle genormt, für alle gleich? Weil ich stelle mir vor, wenn so die 12-Jährigen, da sind ja bei den Mädels manche, die ja mit Sicherheit keine 60 Kilo wiegen, müssen die das Gleiche leisten oder werden da Abstriche gemacht? Nein, das Gewicht ist das gleiche. Von der Altersklasse 12, also die 12-Jährigen schwimmen im Prinzip über ihr Gewicht hinaus, müssen diese Puppe ziehen bis dann zu den offenen Altersklassen. Das ist alles gleich. Wir
befinden uns ja hier in der Badebucht. Das ist ein total tolles Schwimmbad, nicht nur Wettkampfbahn, sondern auch ein bisschen Funbad. Wie kommt es, dass ihr von der DLRG Wedel hier den Wettkampf austragen könnt? Zum einen haben wir natürlich in Wedel diesen Schwimmwettkampf schon seit vielen Jahren und schwimmen eigentlich hier im Wedler Hallenbad damals und jetzt seit einigen Jahren hier in der Badebucht und haben durch unsere Kooperation auch mit dem Badebuchtbetreiber das Glück, dass wir diese Halle den ganzen Tag nutzen dürfen. In der Regel sind hier die Öffentlichkeit ja mit drin, die ist jetzt hier ausgeschlossen, weil wir halt für den ganzen Tag diese Schwimmhalle nutzen dürfen. Das finde ich ja wirklich beeindruckend. Wie viele Personen sind jetzt deiner Meinung nach insgesamt hier drin? Also wir werden hier heute ungefähr 400 Teilnehmer in der Schwimmhalle haben, über den ganzen Tag verteilt. Wir haben insgesamt 72 Mannschaften dieses Jahr hier am Start und dementsprechend mit Betreuern, Helfern kommen wir nachher so bei 400 bis 500 Teilnehmern. Als Besonderes an diesem Wochenende wird ja der Roland-Pokal hier ausgeschwommen. Was ist denn Roland-Pokal? Der Roland-Pokal wird in einer Roland-Staffel ausgeschwommen. Das ist eine Sonderdisziplin, die wir hier immer schwimmen, die aus jeder Altersklasse ein Schwimmer dabei ist. AK 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und offene AK. Angefangen über normal Brustschwimmen bis hin halt Freistil, Rückenschwimmen, Puppenschwimmen bis hin in der offenen AK wird die Besonderheit mit Klamotten geschwommen, 50 Meter. Also da wird er die ganz normalen Rettungsschwimmbekleidung angezogen und dann 50 Meter mit Kleidung schwimmen.